Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Zweitligaspiel des VfL Bochum 1848 gegen den VfB Stuttgart. Endstand vor 18.090 Zuschauern 0:1. Ich begrüße die Medienvertreter hier ebenso herzlich wie unsere Fans, Zuschauer und Gäste in den angeschlossenen Bereichen der Stadtwerke Bochum Lounge, dem VIP-Treff Nordtribüne und dem 1848. Besonderer Gruß an die Gäste aus Stuttgart, deren Chefcoach Pellegrino Matarazzo sitzt hier ebenso neben mir wie unser Trainer Thomas Reis. Dem Gast gebührt das erste Wort. Herr Matarazzo, Ihr Kommentar zum Spiel, bitte. Schönen guten Abend zusammen. Wir haben ein schweres Spiel gehabt. Bochum hat es für uns schwer gemacht durch einen sehr leidenschaftlichen, kämpferischen Fußball. Wir haben aber auch selbst unser Leben schwer gemacht, indem wir in der ersten Halbzeit uns nicht belohnt haben. Wir haben eine gute erste Halbzeit gesehen von uns, wo wir öfters mal die Räume gefunden haben, mehrere Torchancen herausgespielt, aus Standardsituationen, aber auch aus dem Spiel heraus. Und wenn wir noch zwingender sind, auch im letzten Drittel, dann hätten wir noch mehr Großchancen herausspielen können. Dann gehst du 0-0 in die Kabine und dann Bochum ist besser im Spiel gekommen in der zweiten Halbzeit. Wir haben ein bisschen die Ordnung verloren, offensiv und defensiv, und dann war es sehr zäh bis zum Schluss. Und bin sehr, sehr froh, dass wir das 1-0 schießen, das 0-1. Natürlich hat ein Gegner einen Fehler gemacht, dass wir eine Balleroberung in die gegnerische Hälfte hatten, aber genügend Qualität gehabt, um das Tor auch auszuspielen, herauszuspielen. Zum Schluss glaube ich auch ein verdientes Ergebnis, aber wir haben, wie gesagt, das unser Leben auch schwerer gemacht als notwendig. Danke. Vielen Dank. Thomas, dein Kommentar zum Spiel, bitte. Ja, es war leider, muss ich sagen, Glückwunsch nach Stuttgart. Ich glaube, wenn man die beiden Halbzeiten übereinander legt, geht der Sieg irgendwo in Ordnung. Aber aufgrund der zweiten Halbzeit hast du natürlich immer die Hoffnung gehabt, weil du eigentlich ganz gut im Spiel dann drin warst. Wir haben in der ersten Halbzeit das sehr, sehr passiv gemacht. Wir wollten zwar die Räume, wir wussten, dass Stuttgart eine unheimliche Qualität im Zentrum hat, sodass sie immer wieder Überzahl im Zentrum schaffen wollten. Die wollten wir da ein bisschen mehr beschäftigen, zwar in den Räumen gegen den Mann orientiert, und es ist uns nicht ganz so gelungen. Da hat Stuttgart natürlich uns das ein oder andere Mal vor große Aufgaben gestellt. Wir haben es dann doch irgendwie geschafft zu verteidigen. Zweite Halbzeit haben wir dann gesagt, wir müssen das Ganze ein bisschen aktiver gestalten, sind dann ein bisschen mehr vorne drauf gegangen, was, glaube ich, unserem Spiel ganz gut tat. Was heute ein großer Kritikpunkt von meiner Seite aus ist, an die Mannschaft ist, wir haben ich glaube, trotzdem gute Kontergelegenheit gehabt, wenn man sieht, welche technische Probleme wir heute an den Tag gelegt haben, egal beim Torschuss, egal bei Flanken. Also so viele Flanken in das Tor habe ich selten gesehen. Und da wäre die Möglichkeit zumindest gewesen, nochmal besser vielleicht zum Abschluss zu kommen. Auch die zwei Chancen von Danny Blumen, die ja leider über das Tor schießt, dann fast an den Fangzaun. Das waren auch gute Einschussmöglichkeiten, aber das ist dann einfach so, dass es heute wirklich technische Probleme waren. Gut, dass du dann natürlich das Spiel noch mit 1-0 verlierst durch einen individuellen Fehler, ist natürlich sehr, sehr bitter. Nichtsdestotrotz werden wir weitermachen. Also wir haben jetzt heute zwar ein Spiel verloren, wir haben gesagt, wir haben noch genug Endspiele vor der Brust. Und die Art und Weise, wie wir die letzten drei Spiele von der Bereitschaft, von der Einstellung gezeigt haben, das stimmt mich einfach frohen Mutes. Und das wird auch in Dresden gebraucht, weil das wird mit Sicherheit kein einfaches Spiel, aber wie gesagt, wir werden das Spiel heute analysieren und werden es dann bestmöglich auf Dresden vorbereiten. Danke. Vielen Dank. Wenn Sie Fragen haben an einen oder beide Trainer, Handzeichen sehe ich schon. Hier vorne in der ersten Reihe, Christian Hoch von Funke Medien. Mikrofon kommt und es geht los. Herr Reis, dass die Fans nach dem Abpfiff mit Dekali Sprechchören ihren Spieler aufgebaut haben und auch der Torwart Manu Riemann sich öffentlich voreingestellt hat, ist das ein Zeichen für Geschlossenheit jetzt in der Situation? Ja, wir müssen ja auch Geschlossenheit zeigen. Also ich meine, ich habe ja schon gesagt, dass was unsere Fans in den letzten Wochen uns Unterstützung geben, das ist sensationell. Das brauchen wir auch, weil wir gesagt haben, wir können es nur gemeinsam schaffen. Es ist sehr, sehr ärgerlich, weil wenn du halt, das ist halt bei Abwehrspielern so, ich meine, das kennt man aus eigener Erfahrung, weil wenn man selber Abwehrspieler war, du machst eigentlich ein Spiel über 80 oder bis zu dem Fehler machst du eigentlich ein richtig gutes Spiel bei der Innenverteidiger, dann hast du diesen Fauxpas drin. Ja, und letztendlich bist du der Gelackmeier. Ne? Das ist sehr, sehr bitter. Letzte Woche in Wien hat er uns auch mitgeholfen, ein Spiel zu gewinnen, wo er sich in die Bälle reinschmeißt. Es ist so, wie es ist. Für uns ist es sehr, sehr ärgerlich, dass wir gar keinen Punkt mitgenommen haben. Aber die Art und Weise, wie die Jungs im Moment auftreten, das sind wir zumindest auf dem richtigen Weg. Und wie gesagt, die technischen Dinge, die müssen wir am nächsten Wochenende besser machen. Die Konter besser ausspielen. Und ja, dann werden wir in Dresden auch dementsprechend unter Mann stehen. Der Kollege, der direkt daneben sitzt.
Herr Matarazzo, wie erlösend ist der Auswärtssieg jetzt, der endlich wieder gelungen ist? Sie sind zwar noch nicht so lange dabei, haben aber jetzt dafür gesorgt, dass diese Serie jetzt zu Ende gegangen ist. Und zweite Frage, Silas Wamangituka, Sie sind, glaube ich, auch schon ein bisschen verzweifelt an der Seitenlinie, weil er wirklich viele gute Möglichkeiten hatte, aber eben das Tor nicht getroffen hat. Am Schluss hat er dann doch noch zumindest den Treffer vorbereitet, den entscheidenden. Wie sind Sie mit ihm zufrieden und wie schätzen Sie das ein? Sie haben ihn ja auf links gestellt, musste er auch Defensivarbeit leisten, aber war eigentlich hauptsächlich vorne unterwegs, glaube ich. Also erstmal zum Auswärtssieg. Erleichternd ist, dass wir das 1-0 geschossen haben Richtung Ende des Spiels, um das Spiel zu gewinnen, aber nicht, weil die Serie beendet hat. Diese Auswärtsmiserie hat mich gar nicht beschäftigt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es hat mit uns in dieser Konstellation gar nichts zu tun gehabt. Es war alles in der Rückrunde und es ist alles Vergangenheit. Wir haben nur diese eine Auswärtsspiel gegen St. Pauli nicht gewonnen. Natürlich auch einen Pokal gegen Leverkusen, aber es für mich kein statistisch nicht relevant. Und deshalb war es erleichternd, ja, aber das Spiel zu gewinnen, aber nicht wegen der Auswärtsserie. Und zur zweiten Frage, Silas hat es gut gemacht, hat es sehr gut gemacht auf die linke Seite, weil Nico ist ausgefallen, wir wollten auch Robby wieder bringen, Massimo auf der rechten Seite. Und klar, er hat viele Aktionen gehabt, hätte ich sie noch früher belohnen können. Aus meiner Sicht ein gutes Spiel, wenn er die Tore noch effizienter wird, dann noch ein sehr gutes Spiel gemacht, hätte er es gemacht. Der Junge ist auf einem sehr guten Weg und bin froh, dass er im Team ist. Weitere Fragen Ihrerseits? Ich schaue mal in die Runde. Ich sehe keine Hände, die hochgehen. Dementsprechend bedanke ich mich fürs Interesse. Den Gästen aus Stuttgart eine gute Heimreise. Wir sehen uns hier das nächste Mal, wenn es gegen den SV Sandhausen geht, Anfang März.